Ja, meine Lieben, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um Nägel. Ich putze gerade meine Brille. Ich hatte eben schon mal gestartet und habe gemerkt, Mensch, ich habe meine Brille gar nicht geputzt und die muss fertig sein für heute Morgen. Es geht um das Thema Nägel und ich habe da einen ganz tollen Tipp für euch. Ich hoffe, dass es für euch funktioniert. Ich weiß es nicht. Bei mir funktioniert es super. Ich möchte euch also heute einen ganz, ganz coolen Tipp weitergeben, den ich durch Zufall entdeckt habe. Es war wirklich reiner Zufall. Und möchte euch sagen, mit was ich das vergleiche. Und möchte heute Morgen mit euch zusammen hier meine Nägel machen. Ich hoffe, es interessiert euch. Und ihr habt Spaß daran beim Zuschauen, beim Quatschen. Viele hören mir ja gerne zu beim Quatschen. Und dann würde ich einfach mal starten und euch etwas erzählen, was ich entdeckt habe. Und damit legen wir einfach mal los. Wer möchte, bleibt jetzt gerne dran und dann geht's auch schon los. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber es gibt einen ganz, ganz gehypten Unterlack von Essence aus der Vergangenheit, den auch ich benutzt habe und wo einfach kaum noch was drin ist. Ich komme nicht mehr ran, der ist empty. Und es gibt ihn nicht mehr, ja. Ihr könnt ihn nicht mehr bekommen und viele haben das total bedauert, weil es war wirklich für mich auch einer der besten Unterlacke, mit dem ich meinen Unterlack auch wirklich haltbar gemacht habe. Und mit diesem Nagellack von Essence, und zwar war das der Extreme Last Base Coat, das ist dieser hier gewesen, den gibt es nicht mehr. Ich habe mir wirklich auch hier in Spanien schon die Hacken abgerannt, aber nirgendwo gibt es ihn. Ich komme zu einem Nagellack eigentlich, den man solo tragen kann und durch Zufall ich entdeckt habe, dass es ein total cooler Unterlack ist, nämlich ein Extreme Last Base Coat, aber nicht von Essence, den gibt es nicht mehr und den stelle ich jetzt auch weg, aber viele werden ihn kennen. Und ja, ich bin durch Zufall darauf gestoßen. Einige vielleicht von Instagram werden es schon wissen. Ich entwickle mich zum Art Deco-Fan im Bereich Nagellacke. Und da hatte ich mir ganz zu Anfang vor 2 Monaten ungefähr einen Nagellack gekauft. Der nennt sich Nail Whitener French Rose. Lack zur optischen Aufhellung Soft Rosé Whitening von Art Deco. Das ist der hier. Und den werden wir auch gleich zusammen auftragen. Und der macht so einen schönen, rosanen, zartrosanen Touch auf den Nägeln. Und trotzdem bleiben die Nägel sehr natürlich. Also dieser typische French Nail Look. So, und dann habe ich den 2-3 Mal ausprobiert und habe ihn auch einmal aufgetragen und doppelt aufgetragen. Habe ihn schon bei Instagram gezeigt. Und habe euch gesagt, ja, der ist total cool für den Sommer, wenn man so ein bisschen braun wird und einfach nur sagen möchte, ich möchte im Urlaub auch irgendwie nur so ein bisschen was drauf haben, was so einen leichten, natürlichen Schimmer hat und die Nägel einfach nur gut aussehen lässt. Und das ist dieser hier. Und dafür könnt ihr ihn auch wirklich benutzen. Auch solo ist das ein ganz, ganz toller Lack. Und dann bin ich einer Empfehlung nachgegangen, da sagte mir jemand hier auf YouTube und schrieb das in die Kommentare, Astrid, probier auch mal von Art Deco den Topcoat aus, und zwar aus der Ultra Quick and Dry Linie, das ist in 60 Sekunden soll der trocknen, das ist der hier, ich werde ihn euch mit Bildern einblenden, und den habe ich ausprobiert, weil ich habe ja immer den Essie Good to Go benutzt und das seit Jahren, aber ich hatte ja schon in letzter Zeit immer mal erwähnt, irgendwie war der nicht mehr so toll wie früher. Die ändern ja auch mal ein bisschen was an den Rezepturen. Und habe diesen Nagellack, das ist die Nummer 11 von Art Deco, also der 60 Sekunden Quick and Dry Top Coat benutzt und habe mir aus der Quick and Dry auch Nagellacke gekauft. Ich habe hier 2, wie gesagt, die habe ich auch schon rauf und runter gezeigt. Davon gefällt mir dieser hier, der hat so einen pinkigen Einschlag, also so ein kühles Pink einfach für den Sommer. Und hier habe ich ein beeriges Rot, also wirklich, wenn er aufgetragen ist, ist der Himbeerrot. Und die werde ich euch auch mit einblenden hier mit der Nummer. Und diese beiden haben mir schon sehr gut gefallen. Und die sind aus der Quick and Dry Linie. Ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis von den Art Deco Lacken für das, was sie machen, richtig, richtig gut. Was ich aber immer noch anwende, und die muss mein Mann mir bei Amazon jetzt nachbestellen, mal so 2 Fläschchen, ist immer noch von Sally Hansen das Vitamin E Nagel- und Nagelhautöl. Ich habe es jetzt lange nicht angewendet. Im Sommer, wenn ich hier baden gehe, habe ich kaum Nagelhautprobleme, dann sind die super. Und im Moment hatte ich ein bisschen Nagelhautprobleme wieder und habe mir den dann wieder rausgekramt. Den hatte ich noch, der ist noch halb voll, den werde ich jetzt aufbrauchen. Und den werden wir bei Amazon nachbestellen müssen. Dann kaufe ich immer wieder nach von Essence dieser Nagelkorrekturstift. Das ist dieser hier. Aber im Grunde genommen könnt ihr, glaube ich, da auch nehmen, was ihr möchtet. Ob Trended Up oder wie auch immer.
Die sind so ziemlich alle gleich. Ich kaufe halt immer den hier, weil ich hier um die Ecke gleich eine Parfümerie habe, die eine Drogerie-Ecke hat und unter anderem auch eine Essenstheke. Und da kann ich das und sowohl auch die Nagelfeile, diese vier Seitennagelfeile von Essence immer wieder nachkaufen. Auch die benutze ich total gerne. Das ist eine Sandblattfeile. Ich habe euch schon oft davon erzählt, dass ich die als Nagelfeile benutze und auch die eigentlich weiße Seite hier schon ein bisschen benutzt. Jetzt, ich muss mir wieder neue holen, benutze ich gerne als Nagelfeile eigentlich. Diese hier, die schwarze, benutze ich, wenn meine Nägel lackiert sind, weil sie dann weniger splittern beim Feilen. Und dann könnt ihr den Lack runternehmen. Und ab und zu mache ich es so, dass ich die weiße Seite benutze, um gleich mal so einmal im Monat, das könnten wir heute auch mal machen, die Nagelplatte hier einfach ein bisschen anraue mit der weißen Seite. Und dann kann man hinterher schön den French Nail Lack auftragen. Und das mache ich jetzt einfach mal schnell, dass ich mal starte und hier meine Nägel einfach mal die Nagelplatte so ein bisschen poliere, von den Resten befreie. Manchmal sind da auch noch Nagellackreste, die ich nicht richtig abbekommen habe. Im Übrigen noch mal einen ganz kurzen Tipp nebenbei. Diese Nagelfeile hat ja so eine Rundung, ne? Und wenn ihr so mal die Nagelplatten zwischendurch macht, dann ist es auch immer ganz cool, wenn man damit gleich so, stoßt da immer gegen und mache dann immer gleich die Nagelhaut zurück. Das heißt, ich habe keinen eigenen, kein eigenes Hufstäbchen oder irgendwas, wo ich das mit zurückschiebe und ich schneide es auch nicht ab. Ich würde euch auch davon abraten, ich bin im Bereich Fußpflege vom Fach. Und ich würde niemals die Nagelhaut abschneiden. Schiebt sie zurück, Ende aus, vorbei und bei Verhärtungen mit einem Öl arbeiten. Das nur mal am Rande. Dann trage ich meine Nägel sehr kurz, aber ich habe hier auch ein paar sehr kurze Nägel, die sind mir abgebrochen letztens. Das passiert dann mal, wenn ich hier diese Schiebefenster auf und zu mache. Genau, die muss man hier in einen Spanien schieben. Und dann hat man da drin in diesem Griff, wo man schiebt, auch diesen Pinöppel zum Runterdrücken. Und dann muss man runterdrücken und schieben gleichzeitig. Lässt man los, bleibt das Fenster geschlossen. Und ich bin da schon mal abgerutscht mit eingecremten Händen. Und dann habe ich mir meine Nägel hier abgesäbelt. Ja, genau. So, das ist also das, was ich in der Vorbereitung mache. Und Nagelöl nehme ich ganz zum Schluss. Der Vorteil ist, wenn ihr die Nägel an dem Tag ein bisschen angeraut habt, dass dann natürlich auch alle Fette runter sind, also falls ihr euch die Hände eingecremt habt, dann könnt ihr an dem Tag sagen, okay, ich feile ja heute mit so einer Feile die Nagelplatte so ein bisschen an. Ansonsten muss die natürlich frei sein von Ölen und Fetten. Also wenn man sich gerade die Hände eingecremt hat, sollte man das nicht tun. So, jetzt komme ich mal zu diesem sogenannten tollen Nagellack. Das ist ein French Nail Whitener, also French Rose. Den habe ich benutzt und den trage ich euch jetzt erstmal auf, dass ihr sehen könnt, wie das Ganze überhaupt aussieht. Oft habe ich es dann schon mal gemacht, dass ich in dem Zuge, dass wenn ich das getrocknet habe, schon mal Nagelöl aufgetragen habe. Aber ich mache das nicht gerne. Ich habe immer Angst, dass noch Ölreste wieder auf dem Nagellack sind. Und deswegen, hier braucht ihr auch nicht jedes Mal in das Fläschchen reingehen. Und man braucht auch nicht so besonders genau arbeiten, weil im Grunde genommen der ja so ein bisschen transparent wird und man sieht es also nicht so ganz genau. Trotzdem trage ich eine dünne Schicht auf. Ich würde euch auch raten, immer eine dünne Schicht aufzutragen und lieber noch eine zweite, weil was der halt macht, ist, dass der so ein bisschen zerläuft und dann so Streifen hinterlässt. Wisst ihr, was ich meine? Der ist, wenn der zu dick aufgetragen wird, dann hinterlässt er so ein bisschen dieses Streifige. Und dann habe ich es schon mal gemacht, dass ich zwei Schichten aufgetragen habe. Das ist mir nämlich beim ersten Mal passiert, als ich den ausprobiert habe. Und da habe ich gedacht, oh, jetzt hat der so Streifen entwickelt. Und da habe ich gedacht, du musst den viel, viel dünner auftragen. Dann funktioniert das auch viel besser. Und das habe ich auch getan. Machen wir heute aber nicht. Ihr könnt euch das selber mal anschauen. Wenn ihr so ein Interesse habt an so einem French Nail Look, kann ich euch den von Art Deco echt empfehlen. Es ist ein ganz toller French Nail Look bei diesem Nagellack. Es gibt ihn aber auch nochmal in ganz klar. Ne? Also man kann es auch zum Beispiel ganz klar auftragen, aber dann habt ihr nicht diesen French Rosé Look, sondern nur French Nails, wenn die ganz natürlich bleiben. Ne? Aber den finde ich schon sehr, sehr schön und zweimal aufgetragen hat der sogar.
so eine gewisse Wirkung, dass der schon so einen schönen rosanen Touch macht. Also, dass man den dann auch fast wie einen Nagellack schon tragen kann. Der ist dann schon sehr deckend, muss ich sagen. So, und was ist mir jetzt passiert? Das kann ich euch genau sagen. Ich habe den mal einzeln getragen und ich habe ihn doppelt gemoppelt getragen. Und dann ist es mir mal passiert, ich hatte ihn drauf und wollte ein Video drehen und dachte, ach Mensch, das sieht ja doof aus vor dem Video, das sieht man immer so schlecht. Mache Nagellack einfach drüber und wenn das dann nicht hält, dann machst du heute Abend alles runter und machst es nochmal frisch und neu. Da ist mir etwas aufgefallen. Ich hatte den dann drauf und dann habe ich abends abgewaschen und dann war ich zu faul, ihn runterzunehmen, weil ich dachte, oh Gott, sieht doch eigentlich noch ganz gut aus, dann lass es doch auch drauf. Und dann bin ich nächsten Tag aufgestanden und so ging das Tag für Tag. Und irgendwie am fünften Tag konnte ich so langsam den runter machen, weil er sich von vorne abgeschilfert hat. Und da ging mir was durch den Kopf und ich dachte, aha, na das ist ja mal interessant. Weil ich hatte vorher immer so einen anderen Basecoat, also einen Nail-Hardener, also so Nagelhärter von Essence. Und damit hielt meine Lacke überhaupt nicht. Im Gegenteil, wenn ich dann abgewaschen habe, schwammen die komplett oben auf dem Wasser. Das heißt, ich brauchte keinen Nagellackentferner mehr und konnte die einfach so abziehen. Na, das war natürlich was für mich. Wo ich doch jeden Tag abwasche, konnte ich mir jeden Tag meine Nägel machen. Und mir stand es schon bis hier, wirklich. Und dann kam dieser Nagellack, dieser French Rose, ja, von Art Deco, und zeigt mir auf einmal, dass der Nagellack, der im Folgenden oben drauf kommt, bombastisch drauf hält und sich nicht ablöst, weder beim Waschen, Abwaschen noch sonst irgendwas. Und dann habe ich die Probe aufs Exempel gemacht und habe das 3-4 Mal ausgetestet und habe gemerkt, wow, das ist ja eigentlich der coolste Unterlack, den es überhaupt gibt, um die nachfolgenden Lacke einfach gut drauf halten zu lassen. Und diesen Tipp möchte ich euch geben. Das ist eigentlich kein Unterlack. Aber es ist ein Unterlack oder ein Lack, wenn ihr den unten drunter habt, eine Schicht und dann sieht das Ganze nur so aus, dann könnt ihr jeden Nagellack oben drauf machen und dann hält das bombastisch, als hättet ihr von Essence diesen Unterlack Extreme Last. Ja? Das, was der konnte, das kann der hier von Art Deco, der French Nail, der Whitener, der ist am Ende wie ein Unterlack, der den Oberlack, der oben drauf kommt, richtig festhält. Ich weiß nicht warum, diesen Tipp wollte ich euch nur geben. Und ich werde heute hier von Art Deco mal diesen richtig schönen pinkfarbenen auftragen. Wie gesagt, ich werde euch da ein Bild mit reinsetzen mit der Farbnummer. Also die 58 trage ich heute auf. Und dann machen wir auch den Topcoat drüber und ich zeige euch erstmal ganz kurz, ich habe jetzt hier schon meinen Stift liegen und ein Tuch. Also ich mache das immer sauber hier gleich und dann wische ich das ab. Jetzt trage ich erstmal auf meinem Daumen die erste Schicht von dem auf und dann zeige ich ihn euch. Und der Ganze sieht so aus. Könnt ihr das erkennen? So sieht der aus. Das ist ein richtig schönes, kühles Pink für den Sommer. Und ich mache jetzt einfach mal alle Finger fertig und dann zeige ich euch das. So, warum mag ich die so gerne von Art Deco? Ich liebe die Konsistenz, ich liebe den Pinsel, der ist optimal. Ich bekomme da auch immer auf Instagram ganz viel Feedback zu, dass viele sagen, ich kenne die Lacke, das sind meine Lieblingslacke geworden. Die haben eine schöne Auswahl bei den Farben. Ich liebe es einfach und der trocknet sehr gut und schnell. Und deswegen machen wir jetzt auch gleich auf der Hand den Topcoat oben drauf und das ist die Nummer 11 und der ist im Übrigen auch aus der Ultra Quick and Dry Linie und den kann man super drauf machen und auch der trocknet mega schnell. Selbe gute Pinsel, was ich hier auch feststelle, wenn man diese Quick and Dry Nagellacke benutzt hier von Art Deco, dann färbt sich der Klarlack nicht so ein. Ich habe das immer bei Essie gehabt, dass sich der Klarlack irgendwann gerade bei den Rot- und Pinktönen richtig eingefärbt hat, weil irgendwie immer was an dem Pinsel dann hängen geblieben ist oder mit eingefärbt hat. Ich weiß es nicht. Hier ist es wirklich so, der ist immer noch klar, wie ihr sehen könnt.
Da hat sich noch nichts unten drin so abgefärbt. Ich habe jetzt den Klarlack aufgetragen. Die kriegen auch einen super, super schönen Glanz. Muss ich wirklich sagen, mir gefällt der sehr gut. Ich hätte nie geglaubt, dass der Essie Good To Go mal abgelöst wird durch diesen oder durch irgendeinen anderen Nagellack. Aber ernsthaft, hält sehr, sehr gut. Und alles von Art Deco finde ich richtig klasse. Bombastisch. Ich mache jetzt noch mal schnell die zweite Hand und dann melde ich mich. So, und hier habe ich jetzt zwei Finger, wo ich an die Finger rangekommen bin. Und jetzt nehme ich einfach hier meinen Korrekturstift. So, und dann wische ich das gleich ab. Und dann ist eigentlich, genau, bis nichts mehr kommt, ist es zumindest sauber. Und es ist zwar durchgefärbt, so ein bisschen von den vorherigen Nagellacken, aber es kommt nicht das nächste Mal irgendwie noch eine andere Farbe auf die Finger drauf, ne? Anstatt dass man es runterholt. So, und jetzt da auch den Topcoat drauf und dann bin ich ready. So, jetzt habe ich alle Finger fertig und jetzt kommt im Nachhinein gleich das Nagelöl dann drauf, wenn das ein bisschen getrocknet ist. Also ich sag mal 2 Minuten gebe ich der Hand jetzt, aber hier könnten wir schon mal starten. So, und dann lasse ich das mal so einen Augenblick einziehen. In der Zeit nehme ich zum Beispiel im Moment eine ganz tolle Handcreme. Es kommt demnächst auch jetzt das Video. Die Urlaubszeit geht ab Mai los. Es gibt ein Mallorca-Favoriten, also Produktfavoriten-Video mit den Produkten, die ihr hier bekommt bei Lidl und bei Mercadona. Die ist von Mercadona. Und dann gebe ich die wirklich hier nur auf meinen Handrücken. Also Hand- und Nagelpflege betreibe ich echt viel. Viele fragen mich auch immer. Aber ich creme grundsätzlich immer meine Hände ein. Und auch abends vorm zu Bett gehen. Im Übrigen ist das die Marke Deli Plus hier bei Mercadona. Die kommen, glaube ich, vom Festland von Valencia. Valencia, da ist so eine Firma, die stellt Produkte her für Mercadona. Das ist Deli Plus. Die stellen aber auch Produkte her für die Schweiz und für Deutschland. Ich habe auch schon gesehen, die haben auch schon für Isana produziert. Die kommen also aus Valencia. Und dies hier ist wirklich Manos für die Hände. Und eine Karité, also Shea Butter, und ich finde die richtig klasse. Leider steht immer nur alles auf Spanisch und Portugiesisch drauf. Genau. So, und jetzt ist das auch schon fast eingezogen. Meistens nehme ich dann hier meine Finger und arbeite die Reste nochmal richtig in die Nagelhaut ein. Und das ist dann meine komplette Nagelstunde hier gewesen. Und der tollen Marke Art Deco. Ganz genau. Das ist der in der Nummer 58. Das wollte ich euch zeigen. Ich wollte euch eigentlich also diesen Tipp geben, dass es einen super Unterlack gibt. Nämlich der hier von Art Deco, der Nail Whitener French Rose. Das ist der. Ich werde ihn euch mit reinsetzen. Und das kann ich euch nur empfehlen. Das ist für mich im Moment der beste Unterlack. Ihr könnt ihn aber auch solo tragen. Dafür ist er ja auch gedacht. Und gerade im Urlaub ist das natürlich schön, wenn ihr den dann tagsüber vielleicht am Meer solo tragt und abends könnt ihr sagen, okay, da möchte ich was drauf machen, dann müsst ihr den nicht runternehmen. Im Gegenteil, ihr könnt da was draufpacken und dann hält der bombastisch. Bombastisch. Ich bin ein Fan geworden von Art Deco, das wollte ich euch halt einfach mal sagen. Das sind meine 3 Nagellacke und das ist der Topcoat. 2 sind aus der Quick and Dry, auch hier der Topcoat Quick and Dry. Das heißt, der ist so wie der Essie Good To Go. Auftragen, kurz einziehen lassen, dann sind die Hände stoßfest und ihr könnt euch anziehen und bla bla bla. Super Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich liebe im Moment Art Deco. Meine absolute Favoritenmarke im Bereich Nagellack. Dann gibt es hier noch die Feilen von Essence und hier der Stift. Korrekturstift und mein Nagelöl von Sally Hansen und die Handcreme von Deli Plus von Mercadona. Das ist heute mein Nagelvideo gewesen. Damit soll es auch gewesen sein. Also ich wollte euch nur den Tipp mit dem Unterlack geben. Unterlack war vorher Essence Extreme Last und der Extreme Last ist jetzt der Nail Whitener French Rose von Art Deco. Ende, das war's. Ansonsten, wie gesagt, schaut euch gerne um bei Art Deco. Ich finde die klasse und ich werde mir da noch mehr von holen, weil die halten sehr gut. Und vor allem aus der Quick and Dry Linie, die trocknen super schnell. Kann ich euch nur empfehlen. Vielen Dank fürs Zuschauen heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und damit sage ich Tschüss. Und wir sehen uns natürlich wieder. Ich habe noch ein bisschen was vom Bonprix bestellt und mir hier auf der Insel Schuh gekauft. Und das wird das nächste Video. Bis dahin, liebe Grüße von mir und ja, macht's gut, bleibt mir gesund.